insgesamt in der Landwirtschaft. Mit der Angelobung am 23. Oktober übernahm Michaela Langer-Weninger das um die Feuerwehragenten erweiterte Ressort von Max Higelsberger. Seit Beginn der Pandemie erfuhr die Landwirtschaft eine überaus positive Entwicklung. Heimische Lebensmittel wurden quasi über Nacht zu dem Trendprodukt der Oberösterreicher. Diese Wertschätzung schätzen wir natürlich sehr in der Landwirtschaft, aber wir brauchen auch die entsprechende Möglichkeit, auch Wertschöpfung auf den Betrieben erzielen zu können, denn wir befinden uns derzeit in einer Situation, dass einerseits die Produktpreise nicht anziehen bei den Bäuerinnen und Bauern, im Gegenteil, und auf der anderen Seite die Produktionskosten im Bereich Betriebsmittel, Futtermittel, Düngemittel, Energiekosten stark steigen und die Möglichkeit, Einkommen zu erwirtschaften, immer enger wird. Auch ein Umdenken in der Wertschöpfungskette ist maßgeblich für eine funktionierende Landwirtschaft. Denn nur wenn wir einerseits auch das klare Bewusstsein im Handel haben, regionale Produkte so zu platzieren, damit sie auch gekauft werden können, auf der anderen Seite die Konsumentinnen und Konsumenten mit dem Griff ins Regal auch den Produktionsauftrag an die österreichische und oberösterreichische Landwirtschaft geben, dann können wir auch entsprechend produzieren. Aber es braucht natürlich auch das klare Bewusstsein, dass regionale Produkte, die unter höheren Standards produziert werden wie ausländische, auch einen höheren Preis haben werden als billig produzierte Produkte aus dem Ausland. Im Bereich Gemeinden will Langer-Weninger den bereits eingeschlagenen Weg der letzten Jahre fortsetzen. Wir werden diese Gemeindefinanzierung neu nun evaluieren, um sie noch treffsicherer, noch passgenauer zu machen für die Gemeinden. Wir werden dazu jetzt im heurigen Jahr noch den Kickoff geben und dann schauen, welche Evaluierungsergebnisse herauskommen und diese dann in der laufenden Periode auch umsetzen. Eng verbunden mit dem Leben in der Gemeinde ist das Ehrenamt. Gerade die Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr ist ein wichtiger Teil der öffentlichen Sicherheit. Es ist im September ein Maßnahmenpaket für Anschaffungswesen im Feuerwehrbereich auf den Weg gebracht worden. Wir werden dieses Maßnahmenpaket jetzt gemeinsam mit den Feuerwehren in Oberösterreich auch umsetzen und auch genau hinschauen, was braucht es denn noch. Denn uns ist wichtig, dass hier diese Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen, die ehrenamtlich diese Tätigkeit machen, sich teilweise auch in schwierige, in gefährliche Situationen bringen, die bestmögliche Ausstattung haben, um für die Bevölkerung diese Einsätze abwickeln zu können und Sicherheit zu bieten. Das Maßnahmenpaket sichert somit die notwendigen Rahmenbedingungen für die Einsatzbereitschaft der aktuell rund 66.000 aktiven Feuerwehrmitglieder in Oberösterreich. Die Oberösterreicherin. Das Magazin, in dem Gesellschaft zum Ereignis wird. Lesen Sie jetzt. Am Cover Marketingprofi Eva Buchreutner, erfolgreich in Australien. Und Schluss mit perfekt. So geht Mama Me Time. Die Oberösterreicherin, jetzt im Zeitschriftenhandel. Böden bilden zusammen mit Luft und Wasser die zentralen Lebensgrundlagen unseres Planeten. Durch die ständig wachsende Bebauung und Versiegelung sowie durch die ständig andauernde Ausbeutung der Bodenressourcen und Übernutzung der Kulturflächen sind Böden weltweit in sehr hohem Maße gefährdet. Es besteht dringender Handlungsbedarf. Die österreichischen Bodenbündnisgemeinden haben sich diesem brisanten Thema nun angenommen. Was genau ist eine Bodenbündnisgemeinde? Eine Bodenbündnisgemeinde ist für mich eine Gemeinde, die sich den Problemen der heutigen Zeit um Bodengesundheit und Flächenverbrauch bewusst ist. Aber sie darf sich nicht nur dem bewusst sein, sie muss auch dann auch handeln, ob sei es jetzt im öffentlichen Raum, in der Landwirtschaft oder in der Raumordnung zum Beispiel. Der Beitritt der Gemeinden zum Bodenbündnis in Österreich erfolgt durch einen Gemeinderatsbeschluss. Welche Kriterien sind für dieses Zertifikat zu erfüllen? Es sind eigentlich keine speziellen Kriterien für dieses Zertifikat zu erfüllen. Es ist eher eine freiwillige Verpflichtung zum nachhaltigen Umgang mit der Ressource Boden. Aber wir setzen natürlich schon ganz konkrete Handlungen, zum Beispiel als bienenfreundliche Gemeinde. Wir verzichten auf Glyphosat im öffentlichen Raum. Bei uns in Weibern gibt es unter anderem auch eine Grünlandförderung. Uns ist die Erhaltung vom Grünland ganz wichtig. Grünland hat eine sehr
gute Wasserhaltefähigkeit, das wird auch in Zukunft immer wichtiger. Und natürlich in der Raumordnung. In der Raumordnung müssen wir den Bodenschutz immer mitdenken. Das Bodenbündnis europäischer Städte und Gemeinden wurde von den Klimabündnismitgliedern gegründet und versteht sich daher auch als ergänzende Initiative zum Klimabündnis. Infolgedessen wird angestrebt, dass Mitgliedskommunen des Klimabündnis auch das Bodenmanifest unterzeichnen und das Bodenbündnis unterstützen. Welche Projekte wurden seit der Verleihung in Weibern umgesetzt? Ein ganz wichtiges Projekt, ein ständiges Projekt ist die Bewusstseinsbildung im Kindergarten und in der Volksschule. Es sind Vorträge gemacht worden über zum Beispiel über Bodenschutz im eigenen Garten, dass jeder bei sich selber daheim anfangen kann. Wir haben zum Beispiel jedes Jahr einen Sträuchermarkt. Wie überhaupt bei den Sträuchern und Hecken ist Weibern, glaube ich, sehr vorbildlich unterwegs. Wir haben kilometerweise mit der Jägerschaft zusammen Hecken angepflanzt, die was unser Landschaftsbild sehr prägen mittlerweile. Ein Projekt, was jetzt gerade am Laufen ist, ist der Hogalis-Rallweg. Und wir werden da entlang des Weges versuchen, dass wir so ein grünes Band ziehen. Es werden Streuobstbäume anpflanzt, beziehungsweise auch Blühflächen geschaffen. Und so versuchen wir, dass wir den Weg, soweit es geht, der Natur zurückgeben. Man muss jedoch kein Mitglied sein, um sich aktiv am Boden- und Umweltschutz zu beteiligen. Welche Möglichkeiten sind in diesem Bereich für jede Gemeinde leicht umsetzbar? Ja, für mich beginnt Bodenschutz und Naturschutz vor der eigenen Haustüre und da habe ich eigentlich gleich die beste Möglichkeit, in meinem eigenen Garten erstens einmal Naturschutz und Bodenschutz umzusetzen, indem ich zum Beispiel bienenfreundliche, naturfreundliche Ecken überlasse und nicht nur alles mit Rasen oder Rasenroboter bewirtschafte. Genauso habe ich in der Gemeinde die Möglichkeit, auf öffentlichen Flächen Bienenweiden zum Beispiel anzulegen, Blumenwiesen, Bäume zu pflanzen. Das ist alles Bodenschutz, der vor der eigenen Haustür beginnt und mit jedem von uns. Es liegt also an jedem Einzelnen, die Natur und die Lebensräume für Mensch und Tier zu schützen. Die Leute sehnen sich auch nach Naherholungsgebieten in der eigenen Gemeinde und darum müssen wir mit allen Anstrengungen uns alle dafür einsetzen, dass die Natur erhalten bleibt. Und wir müssen auch darüber nachdenken, dass wir Teil dieser Natur sind. Und ohne Natur, ohne frische Luft, ohne sauberen Boden können wir selber auch nicht leben. So gibt es in Österreich derzeit 166 Bodenbündnis-Mitgliedsgemeinden, 73 davon allein in Oberösterreich. Ja, wie sieht es denn mit den Farben aus? Darf heuer wieder ordentlich in den Farbtopf gegriffen werden oder steht auch hier die Natürlichkeit im Vordergrund? 2021 sind unsere brünetten Ladies im Vordergrund. Die Natürlichkeit der Haglands und natürlich jedes Braun wird 2021 in den Fokus gestellt. Eine kulturfreundliche Gemeinde weiß um die Kraft, die Kultur und Bildung ausstrahlen. Die Zusammenarbeit von Gemeindeverantwortlichen und Bürgern an gemeinsamen Projekten und Initiativen fördert Vielfalt, Schaffenskraft und Innovation.
Warum ist es wichtig, in den Gemeinden eine große Vielfalt an Kultur anzubieten? Wir wissen alle, dass Kultur ja verbindet. Es ist die Gemeinschaft, die gefördert wird. Die Kultur ist ja ein lebendiges Gut. Und wir haben jetzt das Neueste, was wieder gegründet worden ist, einen Chor, wo wieder die Menschen zusammenfinden im gemeinsamen Singen. Und gerade das Gemeinsame ist auch das Wichtige in einer Gemeinde. Und gerade der Ausdruck Multikulti bekommt in Pram eine ganz eigene Bedeutung. Die Vielfalt an Angeboten ist so bunt wie die Kultur selbst. Ich denke da in erster Linie mal an unsere kirchlichen Feiern, an unseren Kirchenchor zum Beispiel. Wir denken an unsere Musikkapelle, wir denken an den Kinderchor, an den Hauptschulchor. Wir haben früher auch eine sehr aktive Theatergruppe gehabt. Wir haben jetzt natürlich in der Gemeinde das Angebot in der Furtmühle. Es beginnt im Frühjahr mit Ausstellungen, mit Vernissagen, mit Konzerten, mit Kammermusik im Kultursaal. Wir haben dann im Herbst einen traditionellen Kunsthandwerksmarkt. Wir haben ein schönes Schloss, wir haben eine schöne Filialkirche. Wir haben eine schöne Geschichtskultur mit unserem Granatsweg dazugebracht. Also wir haben in diesen vielen Lebensbereichen ein großes Angebot für unsere Mitbewohner und darüber hinaus. Auch zeitgenössisch hat Pram einiges zu bieten. Bei Ausgrabungen sind alte Artefakten und Bauten der Römerzeit zum Vorschein gekommen. Nachdem ich mich intensiv mit römischer Geschichte befasst, ist diese Idee dann entstanden, dass man den Menschen die römische Kultur wieder ein bisschen näher bringt, soweit es heute möglich ist. Das ist unser Bestreben. So wurde kurzerhand der Verein Legio 15 Apollinaris ins Leben gerufen. Gerade für Kinder immer wieder ein Erlebnis. Warum ist es wichtig, auch schon den Kleinsten Kultur spielerisch näher zu bringen? Ja, wir in der Furtmühle glauben, dass es sehr, sehr wichtig ist, niedrigschwellig den Kindern Zugang zur Kultur zu bieten, weil im Leben ist alles Kultur. Das fängt bei der Gesprächskultur an, der Tischkultur und geht im Endeffekt dann bis zur Hochkultur. Der Kulturbegriff heißt ja, alles kultivieren, vom Boden bis zu den Umgangsformen, bis zum Miteinander gestalten. Und uns gelingt es eben mit Workshops wie vom Korn zum Brot, wo wir wirklich hunderte Kinder mittlerweile da durchgeschleust haben sozusagen und die alle begeistert da die Getreidesorten kennenlernen, oft erstmalig, dann Zelten bochern und am Ofen Fladen machen. Also so arbeiten wir da im Museum, weil wir glauben, je früher der Erstkontakt mit Kultur passiert, umso besser. Und im Endeffekt geht es ja darum, das Miteinander der Menschen zu fördern. Es geht nicht um den abgehobenen Kulturbegriff bei uns da, sondern wir wollen beide Menschen sein und die Menschen zum Miteinander bringen. Angebote in den Bereichen Bildung, Kunst und Kultur leisten wichtige Beiträge zur örtlichen Lebensqualität, zur Identifikation mit dem Wohnort und zur Erhaltung eines regionalen Selbstbewusstseins. Welche Möglichkeiten hat ein Bürgermeister, um diese Vielfalt auch auszuschöpfen? Wir wollen ja den Künstlern eine Bühne geben. Da bietet sich bei uns der Kultursaal ganz besser an. Wir haben Platz für die verschiedenen Veranstaltungen. Es wird die Aufmerksamkeit auf die Künstler und auf die Kultur gegeben. Und wir möchten ja auch diese Werte präsentieren der Kultur. Und das ist mir für Pram sehr wichtig. Kultur soll ja Gemeinschaft bringen, soll Verbindung herstellen. Kultur soll auch beleben und sie soll letzten Endes im Ort ja das sein, dass man Lebensqualität findet, dass man einfach sich wohlfühlt im Ort und letzten Endes auch ein bisschen stolz sein kann auf den Ort, der ja dann doch die Heimat darstellt. Gerade wenn man im Ausland ist, was erzählt man? Man fängt an, was wir im Ort alles Schönes haben. Ab kommenden Jahr wird das Krankenhaus Grieskirchen eine eigene Kinderpsychiatrie eröffnen. Gleichzeitig wird auch die Psychosomatik für Säuglinge, Kinder und Jugendliche erweitert. Beide Bereiche werden zukünftig gemeinsam in einer Abteilung unter Leitung von Primar Dr. Adrian Kamper geführt.
Die allgemeine Kinderabteilung wird am Standort Wels zentriert. Landeshauptmannstellvertreter Manfred Heimbuchner besuchte den ersten staatlich geprüften Assistenzhund für eine Mitarbeiterin seiner Baurechtsgruppe. Der 2 Jahre lang ausgebildete Diabetes-Anzeigehund Jack ist der neue Liebling im Landesdienstleistungszentrum. Die Jungmusiker St. Grimmis aus Michaelenbach erreichten beim österreichischen Jugendblasorchesterwettbewerb den 4. Platz. Angetreten sind 12 Jugendorchester. Training für jede Altersklasse und jedes Niveau. Vitadrom überzeugt mit einem All-Inclusive-Paket. Sauna, Solarium, ein abwechslungsreiches Kursprogramm und kompetente Trainingsbetreuung. Das alles jetzt auf noch mehr Fläche. Nach nur 2 Monaten Bauzeit wurde der Vitadrom Sportpark in Bad Schallerbach um 250 Quadratmeter erweitert. Dass einfach unsere Mitglieder mehr Platz haben, mehr Luftigkeit haben, die Geräte weit auseinandergängen. Wir haben auch investiert in ein neues Lüftungskonzept, Lüftungssystem, eine große Klimaanlage dazu. Wir haben geschaut, dass wir sehr viele Fenster reinkriegen. Der Ausblick ist sensationell. Also für alle Kursfreunde, Damen wie Herren, ist Yoga, TRX, Rückenfit ein Traum hier, weil wir haben genügend Platz. Absolute Neuheit, die Kraftgeräte von eGym sind mit hochinnovativer Software ausgestattet. Vom Figurprogramm zum Abnehmen, Muskeltraining bei Gelenksbeschwerden bis hin zum produktiven Athletiktraining. Die Parameter werden erstmalig vom Trainer eingestellt auf deinem Datenband. Mit diesem Datenband kannst du dann immer dein Training absolvieren, alleine, und zwar in 25 Minuten. Die Maschine stellt sich selbst ein. Du hast automatisch, wie stark funktioniert es, wie schnell funktioniert es und was für Wege das man macht. Du wählst dein Ziel. eGym bietet dir den Erfolg. Sicher und effektiv. Kompetenz und Qualität sind die Stärken von Vitadrom. Bestätigt wird dies durch das Qualitätszertifikat der Wirtschaftskammer. Und diese Bewertung sagt im Grunde alles aus über unser Studio. Der Kunde kann sich auf das verlassen, wenn er da einer kommt, dass er auch wirklich das kriegt, was an der Tür steht. Absolute Sauberkeit, effektives Training, modernste Gerätschaften, ausgebildete Trainer, kostenloser Trainingsplan und professionelle Einweisung. Mit diesem Zertifikat zählt Vitadrom zu den Top 5 der Fitnessstudios in Oberösterreich. Vitadrom. Fitness so, wie ich es mag. Herzlich willkommen in der Wohnwelt Meier in Grieskirchen. Mein Name ist Franz Schirndorfer und ich freue mich, Sie in unserem Haus begrüßen zu dürfen. Kommen Sie mit, schauen wir eine Runde. So, da sind wir jetzt in unserer neuen Küchenwelt, wo einer die neueste Gerätetechnologie vorstellen kann. Weiters kann ich Ihnen da die verschiedenen Materialien entsorgen, von Granit bis Keramik, über Lackoberflächen, Holzoberflächen, das man beliebig nach Lust und Laune zusammen kombinieren kann. Wir sind Flagship-Partner von EWFM in Tour. Dadurch können Sie bei uns alle Küchenmodelle vor Ort sehen, nicht nur im Katalog. Und wir können Ihnen auch sämtliche Raffinessen, die man verstecken kann oder auch einbauen kann, zeigen. Das Esszimmer ist mittlerweile das neue Wohnzimmer. Bei vielen Familien spielt sich das meiste dort ab. Darum legen wir von der Wohnwelt Meier großen Wert auf eine harmonische Planung. Nur mit unserer 3D-Planung zeigen wir Ihnen Ihren Küchen- und Essbereich, wie er nachher dann auch wirklich ausschauen wird. Wir können die Wege durchgehen, damit es nachher wirklich richtig gemütlich drinnen ist. Speziell in Grieskirchen haben wir für Sie einen eigenen Schlafbereich gestaltet. Mit planbaren Schlafzimmern, Massivholz bzw. Lackoberflächen bis zu verschiedenen Bettvarianten wie Burgspringbett bis hin zum Massivbett. Natürlich können Sie alles vor Ort ausprobieren und probeliegen. Die Traditionsmarken wie zum Beispiel Weißbring oder Jokka liefern Ihnen einen erholsamen Schlaf, damit Sie für den Alltag genug Energie haben. Das Wohnzimmer wird immer mehr zum Rückzugsbereich. Daher legen wir verstärkt das Hauptaugenmerk auf Funktionalität der Sitzmöbel. Mit den Marken Seda oder Rolf Benz bieten wir in der Wohnwelt Meier in Grieskirchen Top-Qualität.
Wir planen auch individuelle Gesamtlösungen vom Vorraum bis hin zum Bad. Unser Team aus erfahrenen Innenarchitekten und Einrichtungsplanern nimmt sich die Zeit, die es braucht, um Ihre Wohnträume zu verwirklichen. Kommen Sie zu uns in die Wohnwelt Meier. Ich freue mich auf Sie. Bier ist im Innenviertel sicherlich eines der beliebtesten Getränke. Davon zeugen auch viele Brauereien. Doch für eine Familie aus Scholchen scheint dieses Angebot nicht auszureichen. Sie haben sich quasi im schmucken Garten eine eigene Brauerei für den Hausgebrauch aufgebaut. Wir haben eigentlich niemanden kennst, der was selber hobbymäßig Bier braut. Jetzt haben wir einen Mann gefragt in der Bekanntschaft. Dann sind wir auf dem Seidel Martin gekommen. Der Präsident von der Bier-EG. Der hat uns dann weitergeholfen, dann sind wir draufgekommen, das ist eher früher eine Spezi von uns. Und so haben wir dann selber eine Bierbrauanlage zusammengestellt, aus lauter alten Teile, also alten Milchtank adaptiert, und so ist das Ganze losgegangen. Regelmäßig wird diese Brauanlage Marke Eigenbau in Betrieb genommen. Eine Arbeit, die schon in den frühen Morgenstunden beginnt. Dann wird das ganze Malz geschrottet. Wird der Kessel vorgeheizt, wenn wir um 6 Uhr der Früh einheizen, dann muss das Wasser schon auf 70, 80 Grad heiß sein, damit wir die richtige Temperatur einstellen können. Es ist ja bei uns nicht so leicht mit der Holzbefeuerung. Und da geht es ums Nachlegen mit Holz, ums Ofentür aufmachen, Ofentür zumachen, okay. Einen Zug auf und zumachen und immer überprüfen, ob die Temperatur stimmt. Dann wird eingemeischt. Pünktlich um 6. Wir haben da extra unsere Biersiederuhr gemacht. Da steht drauf, einmeischen, 9 Uhr circa abläutern. Das ist dann mit der Jausen verbunden und mit dem ersten Bier. Mittag wird Hopfen gekocht. Der Hopfen muss mindestens 60 Minuten gekocht werden, damit das alles haltbar bleibt. Damit es nicht flüchtig ist und später das Bier dann über einen längeren Zeitraum trinkbar bleibt. Und um ca. 3 Uhr wird dann ausgeschlagen. Das sind die 4 groben Stufen. Als letzter Arbeitsschritt kommt dann noch die Hefe dazu. Das ist das allerletzte, was dazukommt. Wird die Hefe drunter gemengt, dann muss eine Woche in der offenen Vergärung stehen und dann kann man das Bier abfüllen in Fassel und reifen lassen. So ein Bierbrautag im Garten in Scholchen ist keine einsame Arbeit. Immer sind auch Freunde dabei und es wird mitunter sehr gesellig. Seit wir Bier brauen, haben wir viel mehr Freunde. Nein, das beiseite. Wir sind lauter Hobbybrauer. Wir sind mittlerweile ca. 10 Hobbybrauer in unserer Clique. Natürlich andere Späteln auch dabei, die was auch sehr bierinteressiert sind. Also alle können nicht brauen. Wir haben Gott sei Dank in unserem näheren Umkreis Brauereien und Braumeistern, die was uns da tatkräftig unterstützen, wo man auch mal anrufen kann, wenn man ein Problem hat, wenn man sich schon ein bisschen intensiver beschäftigt, wo es wirklich schon um Feinheiten geht. Und da muss ich sagen, also da sind wir echt gut beraten. Und das Ergebnis, das untergärige Lagerbier, schmeckt am Ende allen. Viel Anteil daran hat die Braumeisterin des Hauses, die sich nicht nur beim Brauen, sondern auch in der Bierhistorie auskennt. Das Bierbrauen war früher reine Frauensache. Und so ein Sudkessel, Brauanlage hat auch zur Aussteier gehört. Und das haben die Frauen daheim am Küchenofen gemacht. Und ich mache es nach wie vor, ein bisschen größer halt. Und ja, Brauen ist die schönste Hoppe von der Welt. Und wenn man kurz Bier braut, hat man auch viele Freunde. Und die bekommen neben dem eigenen Bier auch noch Pizza aus dem natürlich selbstgebauten Steinbackofen. Überhaupt legt man hier viel Wert auf Selbstgemachtes.
Das eigene Bier herstellen, das ist genauso wie ein Brotbacher selber, das haben wir auch vor 2 Jahren erst angefangen. Gesöcht selber herstellen, das ist, wir wollen weg vom Mainstream, weg von den Massenprodukten. Individualität wird hier sehr groß geschrieben. Eine zünftige Musi, ein süffiges Bier, eine gute Brotzeit und ein gemütliches Miteinander. Was will man mehr? Es sind immer Freunde da, die uns unterstützen, die uns helfen, die uns natürlich auch gerne ein Bier trinken. Ja, so verläuft der Brautag. Und nach so einem Brautag geht es dann richtig ans Feiern und in diesem idyllischen Garten kann man nicht nur das köstliche Bier genießen. Stressfrei und entspannt jetzt schon an Weihnachten denken. Zugegeben, Anfang November ist das eher ungewohnt für uns. Aber das ist der Tipp, den uns auch Betten Ammerer gibt. Das waren jetzt ein paar turbulente Wochen, was die Lieferfähigkeit betrifft. Man wollte ja gar nicht glauben, aus wie vielen Einzelteilen so ein Polster oder so ein Zudecken besteht. Und wenn nur ein Teil fällt, wie zum Beispiel ein Reißverschluss, dann kannst du den ganzen Polster nicht produzieren. Wir haben vorgesorgt, wir haben das ja schon irgendwie erahnen können, haben ein großes Lager angelegt, können das zwischen die Filialen hin und her schirmen. Also von dem her, wir sind gerüstet auch fürs Weihnachtsgeschäft und sind lieferfähig. Und das freut mich persönlich, weil das war ja ganz schön Arbeit jetzt in dem Jahr. Was gibt es jetzt in dem Jahr alles? Klassiker sind natürlich die Bademäntel, was Flauschiges, schöne Handtücher auf Weihnachten, dass man wirklich ein schönes Paket zusammenstellt. Wenn wem kalt ist, ein Winterdecken, ein kuschelige, eine warme Daunendecken, die kommt immer gut unter dem Christbaum an und da hat man auch lang was davon. Eine möchte ich außerheben, das ist unsere Smaragddecken, neu im Sortiment. Das ist eine ganz warme, kuschelige, 100% Daunendecken mit einem 4 cm Steg. Ganz gut gefühlt, ganz warm und jetzt 50 Euro günstiger in die Kuschelwochen. Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, wir sind ein Bettengeschäft, wir haben eine große Auswahl an modischen Bettwäschen. Das Jahr ganz gefragt, Skifahrerbettwäschen. Natürlich, man weiß nicht, ob man Skifahren kann, aber die Bettwäsche kann man sich ins Bett legen. Für alle, die überlegen, in ein neues Schlafsystem zu investieren, hat Betten Ammerer gute Nachrichten. Wir haben auch bei den Matratzen unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben alle Standardgrößen auf Lager, können also schnellstmöglich liefern. Es wird zu einer Preiserhöhung kommen. Momentan haben wir es noch nicht weitergegeben. Wir werden mit Jahreswechsel nahezu durch die Bank die Preise erhöhen müssen, weil es die Hersteller genauso machen. Wir bieten unabhängig davon unseren Beratungsservice mit einer Liegediagnose, mit einer Fachberatung direkt auf der Matratzen. Wir liefern Ihnen die Matratzen direkt ins Bett hinein, schauen, dass das Maß passt und rufen 4 Wochen später an und fragen, ob alles passt bei Ihnen. Das ist unser Service und dafür stehen wir auch Grot. Einen Vorteil hat es ja wirklich, wenn wir mit den Weihnachtsgeschenken früher dran sind. So können wir die Vorweihnachtszeit wirklich ganz entspannt genießen. Das Team von Betten Ammerer freut sich sehr, Sie in einer der 11 Filialen begrüßen zu dürfen. Betten Ammerer finden Sie wie gewohnt in Ried, Scherding, Braunau, Christkirchen, Gmunden, Mauthausen, Kirchdorf, Mattighofen, Everding, Bad Hall und Salzburg. Mit immer größeren Schritten schreitet sie voran. Die Digitalisierung betrifft mittlerweile fast alle Lebensbereiche. Gerade Corona hat gezeigt, wie wichtig der Umgang mit Internet und sozialen Netzwerken geworden ist. Und von daher ist für die Gemeinden wichtig, dass es in die Gemeinden ein leistungsfähiges Netz gibt, dass man da drauf schaut. Bei uns ist auch flächendeckend Glasfaser ausgebaut. Und wichtig ist vor allem, dass die Leute das dann auch wirklich nutzen und auch die Vorteile erkennen. Und von daher schauen wir ja, dass wir alle Generationen mitnehmen, weil uns das einfach wichtig ist, dass da jeder das nutzen kann und jeder auf dem neuesten Stand sein kann. Schon die Kleinsten wachsen heutzutage mit den modernsten Medien auf. Der Umgang damit ist meist schnell gelernt, denn auch in den Schulen nimmt die Digitalisierung einen immer größer werdenden Stellenwert ein. Wir haben in die Schulen in jeder Klasse die letzten Jahre noch und noch Smartboards installiert. Und gerade auch jetzt wieder mit dem Homeschooling war das ein großer Vorteil, weil die Lehrer da an der interaktiven Tafel was vorgezeigt haben, das die Kinder daheim dann anschauen haben können. Und das haben sie auch Gruppen gebildet, wo mit Microsoft Teams dann Hausübungen gemacht worden sind. Und das war einfach klasse, dass man da die Kinder auch so gut mitnehmen hat können. Gerade aber für die ältere Generation stellen die neuesten Technologien wie Smartphone und Co. eine große Herausforderung dar.
Ja, für die ältere Generation haben wir uns dann auch noch was einfallen lassen. Wir haben ja eine Gemeinde-App, Game2Go, und wir haben dann gemerkt, ältere Leute kommen nicht so schnell zu den Informationen, wie es wichtig war für sie. Und die Game2Go ist einfach nicht richtig genutzt worden von ihnen. Folgedessen haben wir gesagt, so, jetzt machen wir einen Senioren-Smartphone-Kurs, da erklären wir das einmal, damit die dann auch gleich wissen, wann es irgendwas Neues gibt. Und ja, oder wenn das erinnert werden, wenn nächsten Tag die Müllabfuhr kommt. Und mit der Game2Go, da haben wir dann, das waren dann einfache praktische Sachen, die sie da gelernt haben. Und somit haben sie einfach auch, haben auch das Interesse am Smartphone geweckt. Und ich bin mir sicher, dass die es dann jetzt auch verstärkt und weiter nutzen. Da ist uns geholfen worden, was das Smartphone, das ist ja ein kleiner Computer, was der alles kann. Also, dass Taschenlampe, dass ein Rechner ist, dass eine Lupe drauf ist. Diese Dinge sind uns dann alles erklärt worden und vor allem dann auch mit den Apps. Mir war zum Beispiel ganz wichtig, eine Blumen-App, eine Pflanzen-App herunterzuladen, wo ich dann in freier Natur die Pflanzen bestimmen kann. Andere haben sie wieder die Berggipfel-App runtergeladen, damit sie wissen, welche Berge sie, vor welche Berge sie da jetzt stehen. Und es ist natürlich sehr interessant gewesen und wir hoffen, dass wir vielleicht auch noch einen Stammtisch zusammenbringen, dass wir uns da weiter vorbereiten können, dass wir in Zukunft sämtliche Informationen auch teilweise über Handy abfragen können. Als zusätzliche Hilfestellung bietet das Tarsdorfer Bürgerservice Unterstützung bei der Einrichtung der Handysignatur. Da die Nachfrage auf die Handysignatur immer größer wird, haben wir uns gedacht, wir machen jetzt eine kurze Schulung und können den Bürgern dann dabei helfen, damit sie zur Handysignatur kommen und dann auch eben zum grünen Pass. Die Nachfrage dazu ist momentan sehr groß, weil es jeden betrifft. Auch in puncto Freizeit setzt man in Tarsdorf bereits auf Digitalisierung. Seit kurzem haben wir jetzt die sogenannte interaktive Karte bei uns. Das kann man sich so vorstellen, das ist wie Google Maps, aber halt mit ganz vielen Points of Interest rein, mit den Wegen von uns, also mit dem Brotweg zum Beispiel, mit dem Leitener Rundweg, mit dem Ehersdorfer Rundweg. Und das ist eine recht tolle Sache, weil das kann man sich überall jederzeit, entweder im Computer natürlich oder auch auf dem Handy kann man sich das anschauen und da kann man einfach die Wege kann man da gehen, da kann man sich Informationen holen, da kann man sich eben die tollen Orte, die Sehenswürdigkeiten von Tarsdorf kann man sich da aussuchen und die kann man sich dann mit Fotos weitere Informationen anschauen. Gerade die Gemeinden selbst spielen eine entscheidende Rolle für die digitale Weiterentwicklung. Es ist für alle Gemeinden wichtig, dass wir angebunden sind an die Zeit, wie es halt jetzt so einfach ist. Und da spielt Digitalisierung eine große Rolle. Und ich glaube, gerade Gemeinden können da auch ernere Bürger mit solchen Sachen, die das Interesse an der Gemeinde wecken, wo sie sowieso daheim haben, wo sie verbunden sind, wo sie sagen, ach so, das möchte ich auch noch wissen. Und da kriegen sie einfach ganz leicht Zugang dazu. Liebe Pilgerinnen, liebe Pilger, der Europäische Pilgerweg hat sie auf den Friedensplatz der Gemeinde Tarsdorf geführt. Früher zogen sie mit einem Pferdewagen, Amboss und allerlei Gepäck von Hof zu Hof. Heute benutzen Hufschmiede im Grunde fast noch immer die gleichen Hilfsmittel, auch wenn das Fahrzeug und die Möglichkeiten des Feuermachens zeitgemäßer geworden sind. Doch noch immer sind es die Spezialisten für Hufe, die den Pferden die richtigen Eisen verpassen. Die Bindung zu den Pferden ist für Reinhard Standler sehr wichtig. Ich bin schon der Meinung, man hat eine Kommunikation mit dem Pferd. Es wird natürlich von manchen Seiten das wird das eher belächelt, weil was soll man mit einem Pferd kommunizieren. Meiner Meinung nach gibt es und es ist auch so. Und man merkt da immer wieder, wenn man zum Pferd kommt und man geht ordentlich um damit oder was, wie und das Pferd dann entgegenkommt dann. Und das ist eigentlich schon, das ist eigentlich wichtiger. Weil ich meine, das Pferd ist heutzutage so, oder was ist das nicht einfach nur so ein Arbeitstier, sondern das ist eigentlich das Liebkind oder die heilige Kuh vom Pferdebesitzer. Und natürlich erwarten die auch, dass man als Hufschmied mit so einem Pferd dann auch ordentlich umgeht. Um den Bedürfnissen der Pferde heute gerecht zu werden, kommt mitunter modernste Technik mit Sensoren an den Hufen zum Einsatz. Das misst uns jetzt eigentlich die genaue Bewegung vom Pferd. Das sind Beschleunigungssensoren.
wo wir jetzt sagen können dann oder feststellen können, wie ist der Bewegungsablauf von dem Pferd, wie ist die Bewegungskurven und wie ist die Bewegung zeitversetzt. Der, also jeder Schritt ist eigentlich in vier Phasen unterteilt. Das sieht man dann nachher genau auf dem iPad da, was wir da dabei haben. Da wird jeder Schritt in vier Phasen, in die Abrollphase, in die Stützbeinphase, Hangbeinphase und Auffussung. Die Sensoren, die werden jetzt da einfach draufgeklebt mit dem Kletter. Und dann wird das Gangbild des Pferdes gemessen und die Daten auf ein Pad übertragen. So können die Hufe individuell auf das Pferd und seine Gangart angefertigt werden. Trotz aller modernster Technik ist die Arbeit des Hufschmiedes eine sehr traditionelle, die sich vom Prinzip her kaum verändert hat. Als erstes wird das alte Hufeisen entfernt. Da hat man direkt drum heißt, der Feldschmied, mehr oder minder am Feld draußen. Während der Arbeit, wenn was zum Gach, zum Dorn gewesen ist, hat man da draußen geschlagen können. Beziehungsweise hat man es halt dann auf die Nacht dann eben daheim dann in der Schmieden direkt dann auch mit der Kohlen gemacht, wo man das Hufeisen auch noch schmieden müssen hat, also ein Flacheisen raus. Oder man hat dann teilweise alte Eisen genommen, hat die gepauscht, das heißt, dann, man hat die Feier geschweißt, damit man das alte Material auch wieder verwenden können hat. Das ist jetzt die Art und Weise, wie man es heute praktisch macht. Man hat einen Gasofen mit dabei. In den Gasofen legt man dann das Hufeisen rein. So ein Ofen wie der ist, der geht ungefähr auf 1200, 1300 Grad. Da wird das Hufeisen erhitzt und dann eben mehr oder minder an die Hufform angepasst. Und dazu gibt es heutzutage die unterschiedlichsten Eisen. Da haben wir jetzt einfach ein paar verschiedene Arten von Beschlägen. Ich will jetzt gar nicht sagen Eisen, weil wie man sieht, da haben wir einen Kunststoffbeschlag dabei. Das ist zum Beispiel sogar einer zum Kletten. Da klebt man die Pads am Huf drauf. Dann den Kunststoff, den macht man warm. Sei es mit einem Heißluftföhn oder mit heißem Wasser, dann kann man den verformen. Und so passt man halt den ganz genau an die Hufform an. Und mit den Glätter kann man die dann wieder aufpoppen oder je nachdem, wenn man es nicht braucht, tut man es wieder runter. Wenn man das jetzt anschaut, wie groß das ist zum Beispiel von einem Shire-Horse oder Bergeron, das sind halt dann schon richtig große Pferde. Im Vergleich dazu ein Bonnie-Eisen dann. Ne? All diese Hufeisen müssen, damals wie heute, erst in die richtige Form gebracht werden. Reinhard Standler hat seinen Hufschmied noch von der Pike auf gelernt. Wo man halt einfach die 3 Jahre Lehrzeit bzw. die 3 Klassen Berufsschule dazu machen muss. Dann nach einer gewissen Praxiszeit darf man dann zu einer Prüfung nochmal antreten, wo man dann halt dann praktisch auch den Meister kriegt und durch das ist man dann gewerbeberechtigt. Als ausgebildeter Pferdewirt kann man die Ausbildung zum Hufschmied verkürzen. Da gibt es die Möglichkeit, dass er die staatliche Prüfung macht. Das heißt, nachdem er keinen Metallberuf gelernt hat, muss er mindestens einmal 2000 Stunden Praxiszeit bei einem Hufschmied absolvieren. Das hat er bei mir eben schon gemacht mittlerweile. Und er wird dann in absehbarer Zeit zu der staatlichen Prüfung, zur Aufnahmeprüfung zuerst einmal antreten dürfen. Wenn er die dann geschafft hat, dann darf er bei einem Kurs, der dauert ungefähr so 3 Monate, ganze Woche, 5 Tage in der Woche, darf er dann teilnehmen und schließt die dann mit der theoretischen und praktischen Prüfung an. Mittlerweile gibt es sogar noch eine dritte Option, mit der unser Hufschmied nicht sehr glücklich ist. Seit einiger Zeit gilt der Hufschmied als freies Gewerbe. Es war ja noch im Gespräch, ob man es reglementiert macht. Das heißt ja praktisch eben genauso der ordentliche Weg wie Elektriker, sonst irgendwas auch. Das Ergebnis war leider Gottes das, dass sie ein freies Gewerbe draus gemacht haben. Und jeder, der eigentlich will, kann jetzt auf der Stelle das Hufschmiedgewerbe anmelden. Er muss keinen Nachweis erbringen und kann das einfach tun. Ne? Das ist, mit denen bin ich persönlich jetzt nicht ganz einverstanden. Aber eben, wie gesagt, wir haben die 2 Ausbildungswege. Und es gibt nach wie vor wieder Leute, die das auch trotz allem machen. Eben die Lehr- bzw. die staatliche Prüfung. So oder so ist der Beruf des Hufschmieds ein sehr verantwortungsbewusster. Denn immerhin arbeitet man mit Tieren, die sehr empfindsam sind und viel Einfühlungsvermögen verlangen. Ehrungen und die Neuwahl eines Schriftführers standen bei der Vollversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Außerleiten in Hünhardt auf dem Programm. Kommandant Christian Feichtenschlager berichtete über vergangene Einsätze und die geplanten Tätigkeiten im neuen Jahr.
Die Innviertlerin Barbara Lenklachner aus Ried im Innkreis ist die neue Büroleiterin von Umwelt- und Klimalandesrat Stefan Kaineder. Die 44-Jährige legte ihre Matura in Schärding ab und studierte an der Uni Wien Politikwissenschaft in Kombination mit Volkswirtschaft, Soziologie und Geschichte. Leider wurde aufgrund der aktuellen Corona-Lage der Kunsthandwerksmarkt im Stift Reichersberg, der vom 13. bis 14. November geplant war, abgesagt. Beim Argolfen, dem Preis der Präsidenten, einem Dreischlägerturnier in Freienberg, wurde das Ende der Turniersaison eingeleitet. Den Bruttosieg holten sich Larissa Lohner, Gerhard Wagner, Sonja Wagner und Siegfried Waldboot. Die Unternehmen im Bezirk Ried sind weltweit erfolgreich. Die unverzichtbare Basis dieses Booms sind bestens ausgebildete heimische und internationale Fachkräfte. Aktuell arbeiten mehr als 4000 Menschen mit ausländischem Pass im Bezirk. Das schulische Angebot hinkt dieser Entwicklung derzeit allerdings noch hinterher. WKO-Bezirksobmann Josef Heißbauer fordert deshalb einen raschen Ausbau des bilingualen Angebots. Unsere Erfolgsbetriebe locken Menschen aus der ganzen Welt ins Innviertel. Allein bei FACC arbeiten Menschen aus über 40 Nationen. Viele von ihnen, so wie Frau Santos, haben Kinder. Und sie fordern zu Recht eine adäquate schulische Perspektive. Ich habe internationale Beziehungen studiert und mein beruflicher Weg führte mich in die USA und zuvor nach Argentinien. Als Austauschstudentin kam ich auch nach Österreich. Und als mir dann FACC einen Job angeboten hat, habe ich diesen sofort angenommen, weil ich Österreich wirklich in bester Erinnerung hatte. Mein Sohn und ich sind seit Juli in Ried. Pedro kommt nächsten Herbst in die Volksschule und für ihn wäre eine bilinguale Klasse natürlich ideal. Wie groß die Nachfrage nach einer bilingualen schulischen Ausbildung im Bezirk ist, beweist das Gymnasium Ried. Dort gibt es seit diesem Schuljahr eine zweisprachige Klasse und das mit durchschlagendem Erfolg. Sobald wir mit der bilingualen Schwerpunktklasse in die Öffentlichkeit gegangen sind, hat sehr, sehr viel Zuspruch gegeben und wir haben weit über 50 Anmeldungen bekommen und nach einem ersten Aufnahmeverfahren haben wir uns dann entschlossen, zwei Klassen für die bilinguale Schwerpunktklasse in diesem Jahrgang zu eröffnen und wir haben jetzt 50 begeisterte Schülerinnen und Schüler in dieser Klasse. Das Gymnasium Ried sollte nun rasch zum Vorbild für den weiteren Ausbau des schulischen Angebots in Ried werden, fordert Obmann Heißbauer. Ried muss jetzt so bald wie möglich mit einer bilingualen Volksschulklasse nachlegen. Wir werden alles unternehmen, dass so bald wie möglich Kinder jeden Alters in unserem Bezirk in Deutsch und Englisch unterrichtet werden können. There is an ice bear on the rock. There is an ice bear on the rock. Mit der Übergabe des JW-Vorsitzes von Müsli-Bär Florian Zagler geht in Braunau eine Ära zu Ende. Bei der Firma Promotech wurde ein neuer Vorstand gewählt, Grund genug, den langen Vorsitzenden und rührigen Unternehmer Zagler zu ehren. In Florian zeichnet aus, dass er seit sehr vielen Jahren bei der jungen Wirtschaft ganz aktiv war, ein ganz klasse Unternehmer war, der sich immer extrem eingebracht hat, Nein gesagt hat, wenn was nicht passt hat, richtig am Tisch gehauen hat und sich mit super Ideen eingebracht hat. Abgesehen davon ist er ein Spitzenunternehmer und es hat mich total gefreut, dass er mitgearbeitet hat. Mir taugt es einfach, wenn wer voll dabei ist, eine Firma hat und wirklich alles dafür gibt. Und das Wichtigste ist einfach, dass man zusammenhilft. Es war für mich eine Ehre, dass er mich gefragt hat, dass ich mit ihm da zusammen die letzten 6 Jahre gestalten habe dürfen. Und es war cool mit ihm zusammenarbeiten. Mir hat es einfach getaugt. Das war nicht nur das Zusammenarbeiten aus der JW, ist eigentlich eine Freundschaft draus geworden. Für den Müsli-Bären Florian Zagler selbst ist dieser Schritt zugleich ein Rückzug und auch ein Neubeginn. Also Rückzug und Neugeburt, Rückzug deswegen, weil ich mich, sage ich mal, aus dem politischen und wirtschaftspolitischen Ämtern zurückziehe und für mich einfach im Unternehmen neu durchstarte und mich dann noch mehr fokussiere und konzentriere, wie ich es bis jetzt schon gemacht habe. Deswegen Neugeburt, als Unternehmer quasi Neugeburt, weil ich mich jetzt zu 100% das Unternehmen konzentrieren und fokussieren kann. Für den neuen Vorstand der JW Braunau sind es große Fußstapfen, in denen die Arbeit fortgesetzt wird. Er hat wirklich für die junge Wirtschaft viel gemacht und das war auch der Grund, warum ich mich
dazu, wo ich von Florian und von Marco gefragt worden bin, auch dazugegangen bin, weil einfach der Florian und auch das ehemalige Team eine gute Arbeit geleistet haben und auf die möchte ich gerne aufsetzen und mich auch einbringen die nächsten Jahre. Bei der WKO hat die junge Wirtschaft einen hohen Stellenwert. Das ist ein tolles Netzwerk. Ich kann das nur empfehlen, für jede Unternehmerin und jeden Unternehmer, sich der jungen Wirtschaft anzuschließen. Man hat gesehen, allen Funktionären in der Vergangenheit ist es gelungen, die tollsten Unternehmen hier in der Region aufzubauen. Das hilft einem einfach und man kann einfach von den anderen profitieren, beziehungsweise man kann auch mit Fragen die konfrontieren, was man selber mal gehabt hat oder selber gerade aktuell hat und der schon bewerkstelligt hat und kann man halt fragen, hey, wie hast denn du das bewerkstelligt oder wie kannst du denn eigentlich an das Problem herangehen und das ist super, das zeichnet die JW einfach aus. Das Feld ist frei, das können die spielen und walten und Spaß haben und sowas zu was bringen quasi, genau. Ich sage danke auf jeden Fall für die Zeit, für eine lässige Zeit bei der jungen Wirtschaft. Habe viel gelernt, habe viel lernen dürfen, habe viel Leute kennenlernen dürfen, mir ein Netzwerk bilden. Und das ehrt mich und macht mich sehr stolz, demütig und dankbar. Mit diesem Schnitt beginnt für Porora ein neuer Meilenstein. Das 2020 gegründete Startup-Unternehmen steht für ein völlig neues Ernährungskonzept. Porora bietet einen gesunden Lifestyle für den Alltag. Was ist ein gesunder Lifestyle? Für uns sind das Lebensmittel in purer, wie Porora schon sagt, natürlicher Form mit voller Vitalstoffe. Also eine Mahlzeit, die man untertags ersetzt mit einer Porora Suppe oder mit einem Porora Smoothie. 13 verschiedene Smoothie- und Soup-Sorten führt Porora im Sortiment. Wöchentlich werden 500 bis 800 Smoothies per Hand produziert. Alles zu 100% bio und vegan. Dabei wird auf chemische sowie thermische Haltbarkeitsmethoden verzichtet. Wir haben da so 20 bis 60 Pflanzen ausprobiert, vom Rosmarin über den Thymian, in Ginseng, welche am besten auf die Haltbarkeit, aber auch geschmacklich in die Smoothies bzw. in die Puroras, so nennen wir das, hineinpassen. Dann haben wir auch noch die speziellen Kräuterelixiere daraus entwickelt. Und die Purora-Fans werden täglich mehr. Im Jänner habe ich wieder einen Eingriff beim Herzen gehabt und habe eben da jetzt noch bewusst auf gesunde Ernährung geachtet. Und ich muss sagen, eben auch mit den Purora-Produkten, mir geht es so gut wie noch nie. Eines ist Heinz Pöttinger jedoch wichtig. Er möchte nicht mit dem erhobenen Zeigefinger das Essverhalten unserer Landsleute kritisieren. Ich meine, es kann ab und zu eine Leberkassemmelasse, das gehört genauso dazu. Aber die Idee ist, dass man einfach unter der Woche ein paar Mahlzeiten durch eine gesunde Mahlzeit ersetzt. Ich finde es voll gut. Ich habe, glaube ich, schon alle jetzt durchgekostet und gerade jetzt, ich habe wirklich wenig Zeit zum Kochen. Schon vorher wenig gehabt, jetzt praktisch gar keine mehr. Und ich werde mir die sicher hinstellen in der Küche. Ja, ich liebe es einfach, dass es wirklich so etwas Gesundes ist, was Hochwertiges mit Samen und allem, die ganzen Pflanzenstoffe. Und es geht so flott zum Mixen und dass ich es warm habe und ich sitze mich gemütlich da und ich hab's gleich. Der neue Purora-Shop in der ehemaligen Molkerei in Raab hat ab sofort von Montag bis Freitag geöffnet. Also ich finde es ganz, ganz toll, was hier geschaffen worden ist. Erstens mit so einer ganz neuen Produktidee wirklich auch hier in Raab zu starten. Es ist made in Upper Austria. Es ist wirklich regional hergestellt, mit ganz vielen Expertinnen und Experten gemeinsam entwickelt und darauf kann man sich verlassen. Nähere Infos gibt es unter purora.at. Die Landjugend in Braunau zeichnet sich durch über 2000 Mitglieder aus. Die Jungbauern und Bäuerinnen zeigen sich darüber hinaus auch sehr aktiv und das wurde einmal mehr bei der Herbsttagung in Aspach deutlich. Die Landjugend ist ein ganz wichtiger Faktor im Bezirk Braunau. Wir haben 29 Ortsgruppen und haben tausende Mitglieder und die engagieren sich nicht nur für Brauchtum und Kultur, sondern für die gesamte Gesellschaft, auf sozialen Bereich, auf Sportbereich und ist eigentlich gar nicht mehr wegzudenken bei uns. Zahlreiche Mitglieder wurden für ihre Leistungen bei Landes- und Bundesbewerben vom Präsidium geehrt. Ein Handenberger war sowohl beim Pflügen als auch beim Redewettbewerb erfolgreich. Vor allem zum Beispiel beim Reden fand ich, bringst du schon viel, wenn du einige Male mittust, tust du ihm einiges leichter, dass du frei redest. Aber hauptsächlich geht es halt um den Spaß und das steht im Vordergrund, das, bevor man daheim sitzt. Geht man lieber zur Landjugend und übernimmt dann auch noch gleich eine Funktion. Einerseits die Bewerbe ausmachen, wie beispielsweise das Sensenmäher und das Pflügen. Dann gibt es eben nur den Agrarkreis. Da gibt es eben ein-, zweimal im Jahr einen Ausflug.
Das fällt auch in meinen Aufgabenbereich, das darf ich organisieren. Ja, da schaut man sich eben quasi Vorzeigebetriebe an und ja, freue mich, wenn dann viele Landjugendleute mitfahren, motiviere und ja, gemeinsam da das Programm mitgestalten. Die strengen sich an, sie sind erstens einmal mutig, dass sie hingehen zu einem Wettbewerb. Man hat ja keine Garantie fürs Gewinnen, aber wenn man dann was gewinnt, dann freut man sich. Und man freut sich auch als Funktionär mit, wenn die Landjugend da im Bezirk ab sind. Ich habe beim Bundesentscheid Seisenmann mit in der Profiklasse 1. Das ist halt da, also bis 90 cm ist die Seise halt, da ist man nicht im Profi und ob, wenn die Seise mehr als 90 cm groß ist, ist halt Profiklasse. Und ich habe mit einer Seise von 1,25 m und habe mit der dann auch ganz gut gemacht. Alle Ortsgruppen des Bezirks haben auch das neue Wanderbuch mitgestaltet, ein Projekt, auf das man hier besonders stolz ist. Gerade in Zeiten von Corona möchte man schauen, dass die Ortsgruppen auch wieder aktiviert werden, dass sie wieder was tun. Und dann haben wir eben auf die Idee gekommen, dass durch ein Wanderbuch durch den ganzen Bezirk, von Dorstorf bis Seigerhans, wieder einfach, dass wir die Leute aktivieren zum Aussiegen. Eine mangelnde Aktivität kann man der Braunauer Landjugend nicht nachsagen. Es ist super, dass wir so gute Leute und starke Leute haben, die uns motiviert haben und auch in ihren Bewerb oder beziehungsweise einen Ehren können, was sie haben, sie haben unter Beweis stehen und sagen, was drauf haben. Dann darf man ja schon auf die nächsten Bewerbe und Projekte der Landjugend in Braunau und all seinen Ortsgruppen gespannt sein. Die Baubranche boomt ohne Ende. Ein Grund mehr, die wichtigste Messe fürs Bauen, Haus und Bau, nach einem Jahr Corona-bedingter Pause wieder aufleben zu lassen. Das Leistungsspektrum ist wieder sehr groß. Es sind sehr viele qualitativ hochwertige Aussteller mit ihren Produkten und Dienstleistungen vertreten. Darüber hinaus wird es wieder drei Sonderschauen geben vom Oberösterreichischen Energiesparverband, vom Baubiologischen Institut und der Galerie des Wohnens. Und natürlich begleiten dazu zwei Vortragsforen mit kostenlosen Vorträgen und Produktinformationen. Ein Höhepunkt wird einmal mehr die Sonderschaugalerie des Wohnens mit 11 Ausstellern sein. Da ist wirklich vom Garten bis zum ganzen Haus alles auf einem Ort und insbesondere wir kooperieren auch untereinander und somit hat der Kunde nicht nur die Information aus mehreren Händen an einer Stelle, sondern auch die Baustellenabwicklung und somit sind Reibungsverluste von vornherein schon vermieden und man kann effizient bauen. Hier findet sich vom Fertighaus bis hin zur Küche mit kochendem Wasser aus dem Hahn so einiges, was Häuselbauer auf der Wunschliste stehen haben. Abgerundet wird das Ganze mit Kochshows und Tipps zur Gartengestaltung. Doch bis es im eigenen Heim soweit ist, muss erst einmal Ziegel auf Ziegel das Haus errichtet werden. Man sieht, der Ziegel hat sich in den unterschiedlichen Epochen hat immer ein bisschen anders ausgeschaut und hat sich immer weiterentwickelt. Und unsere Innovation liegt immer darin, den Ziegel so anzupassen, dass er immer die aktuellen Anforderungen erfüllt. Und man sieht, der Ziegel ist innovationsfähig und ein modernes Produkt, weil er schon so lange so gut funktioniert und auch moderne Gebäude nach wie vor in Ziegel errichtet werden. Damit der Hausbau auch auf soliden finanziellen Grundfesten steht, konnte die Messe auch heuer wieder die Oberbank als Partner gewinnen. Für uns ist diese Messe sehr, sehr wichtig, weil wir hier einfach die Möglichkeit haben, mit vielen, vielen Kunden und potenziellen Kunden in Kontakt zu treten. Digitalisierung findet statt, auch in unserer Branche, ja, aber die persönliche Beratung hat mehr Wert denn je. Und da habe ich wirklich ein Publikum, ein Fachpublikum, ja, das sich konkret für diese Themen interessiert. Und zwar schon in einem Stadium sehr, sehr früh, wo es einmal darum geht, was kann ich mir denn mit meinem Einkommen ungefähr leisten? Welche Größenordnungen, wie kann ich mein Haus planen? Fragen über Fragen, die auf der Haus und Bau vom 5. bis 7. November täglich von 9 bis 17 Uhr sicher beantwortet werden können. Günstige Tickets gibt's online.